Ja, guten Tag, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Willkommen zurück bei den Grenzflächen in der Verfahrenstechnik. In den nächsten beiden Kapiteln werden wir uns mit festen Oberflächen beschäftigen und werden dann zum einen sehen, was für Unterschiede es gibt zu Flüssigkeiten und dann auch sehen, wie wir so feste Oberflächen charakterisieren können, was es da möglicherweise für Probleme gibt. Und dann schauen zum Beispiel Adsorption, wie Moleküle auf Oberflächen adsorbieren und dann einfach ein bisschen, wie man die so charakterisieren kann, messen kann, modifizieren kann und so weiter und so fort. Bevor wir damit anfangen, möchte ich ganz kurz in 2, 3 Minuten nochmal ein bisschen wiederholen, was wir in der letzten Stunde gelernt haben. Da ging es um Kapillarität, also um gekrümmte flüssige Grenzflächen und im Prinzip lässt sich die zentrale Aussage auch in 3 Cartoons nochmal kurz zusammenfassen. Ich mache Ihnen nochmal dieses Bild, was wir am Anfang hatten. Im Gleichgewicht ist eine flüssige Grenzfläche oder auch hier, wenn wir das mit einer elastischen Membran sozusagen gleichsetzen, ist die Membran immer ungekrümmt, solange der Druck hier P innen gleich dem Druck P außen ist. Und wenn ich jetzt, stellen Sie sich vor, ich puste hier rein, dann wölbt sich das natürlich hier aus. Irgendwie so. Und daran sieht man ja direkt schon, dass der Druck innen jetzt größer sein muss als der Druck außen. Und was wir dann letztendlich die ganze Zeit gemacht haben, ist versucht auszurechnen, oder nicht nur versucht, sondern wir haben ausgerechnet, wie viel größer denn der Druck innen als außen ist. Also dieses Delta P zwischen dem und dem hier. Und Sie sehen hier im Prinzip schon, wenn ich ein bisschen puste, wird die Membran wohl nur ein bisschen gekrümmt sein. Wenn ich viel puste, wird die Membran immer mehr gekrümmt sein. Und man kann dann hier sozusagen einfach einen Radius annehmen. Und hier wäre der Radius entsprechend, wenn das hier der Kreis ist, eben sehr, sehr groß. Und aus diesen einfachen Betrachtungen sieht man schon, dass offensichtlich dieser Druckunterschied proportional oder antiproportional zu diesem Radius der Krümmung sein muss. Und mit ein bisschen Rechnerei kam dann raus, dass dieser Druckunterschied, das nennt sich auch der Laplace-Druck, Delta P, im Falle von einer kugelförmigen Oberfläche gleich 2 mal Gamma der Oberflächenspannung durch R ist. Und dieser Laplace-Druck, da sieht man schon genau diese Antiproportionalität zu R, ist auch proportional zu Gamma. Den haben wir dann verwendet, um die verschiedenen Eigenschaften von so gekrümmten Oberflächen rauszufuchsen. Zum einen haben wir gesehen, dass damit eine Erniedrigung bzw. Erhöhung des Dampfdrucks einhergeht. Das heißt, die Verdunstung von der Flüssigkeit hängt davon ab, wie stark es gekrümmt ist. Kleine Tropfen verdunsten schnell. Konkav gekrümmte Grenzflächen, also Wasser in kleinen Ritzen, wenn Sie so wollen, in der Sandburg verdunstet langsam. Wir haben gesehen, dass das dazu führt, dass Wasser oder Flüssigkeiten in Kapillaren, also in kleinen Räumen, hochsteigen und so weiter und so fort. Und wenn wir dann ein kleines Beispiel gemacht haben, nur um Ihnen nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie groß dieser Unterschied sein kann. Wir haben angenommen, wenn der Radius hier 10 Nanometer ist, also Sie haben wirklich einen sehr, sehr dünnen Strohhalm und pusten den auf, um eine gekrümmte Oberfläche zu bekommen, dann ist der Druck hier innen 144 bar oder der Druckunterschied zwischen innen und außen 144 bar. Stellen Sie sich vor, einen Fahrradreifen, den pumpen Sie typischerweise mit 4 bar auf, also das ist wirklich ein massiver Druckunterschied. Gut, so viel zur Wiederholung von letzter Woche. Jetzt wollen wir in die festen Oberflächen gehen. Dann können wir hier gerade mal schnell aufräumen und uns anschauen, wie verhält sich das Ganze jetzt, wenn die Oberfläche nicht mehr flüssig ist, sondern fest. Und jeder von Ihnen wird sich gut vorstellen können, dass es da natürlich Unterschiede gibt. Und wir springen direkt rein und schauen uns an, was jetzt dieses Kurskapitel bringen wird. Wir schauen uns erst an, was passiert mit kristallinen Oberflächen, einfach weil das ein gutes Modellsystem ist. Wir haben ein Kristallgitter, können uns entsprechend anschauen, wie die Atome angeordnet sind und damit auch, was die an der Grenzfläche machen. Daraus werden wir ein bisschen ableiten, wie wir die Oberflächenspannung oder die Oberflächenenergie von Feststoffen berechnen oder abschätzen können und entsprechend auch messen können. Dann gehen wir in Adsorption, also was passiert, wenn sich Moleküle auf einer festen Oberfläche absaugen, charakterisieren, modifizieren die Oberfläche und ein Teil, der mit Sicherheit zu festen Oberflächen gehört, das ist, was passiert, wenn Ladungen auf einer Oberfläche sind, den möchte ich hier bewusst ausklammern und den diskutieren wir später in dem Kapitel zu Kolloiden. Das ist einfach wichtig, weil Kolloide geladen sein müssen in der Regel, damit sie nicht aggregieren und da können wir die ganzen Berechnungen dazu da einführen. Gut. Jetzt stellen wir uns erstmal eine kristalline Oberfläche vor und eine kristalline Oberfläche, die einfachste, oder einen kristallinen Feststoff, die einfachste
Art, das zu beschreiben, ist über eine Einheitszelle, über eine Kristallstruktur. Und ich mache hier einfach mal hin die sogenannte FCC, Face-Centered Cubic oder flächenzentrierte kubische Kristallstruktur. Das ist sozusagen die typischste Kristallstruktur von vielen Feststoffen, Metallen und sowas. Und das ist die dichteste Kugelpackung. Das ist natürlich nichts, was wir jetzt hier total vertiefen wollen oder können, aber ich male sie mal kurz an. Also da ist die Einheitszelle von so einem Kristall. Eine kubische Einheitszelle. Sieht so aus. Und in der Einheitszelle sind die Atome so angeordnet, dass die immer hier auf den Ecken sitzen. Und dazu noch auf den jeweiligen Flächen. Und weil das immer, zumindest wenn ich das mal ein bisschen unordentlich wird, male ich die jetzt mal ausgefüllt. Also jetzt sitzt hier einer auf der linken Fläche, hier sitzt einer auf der rechten Fläche, dann sitzt einer hier hinten, einer hier vorne, den mache ich einfach mal mitten rein und jeweils oben und unten. Also Sie sehen, es sind gleich viele auf den Flächen wie auf den Kanten und das führt zu einer dichtesten Kugelpackung. So, in einem makroskopischen Objekt ist jetzt dieses Kristallgitter in alle Richtungen extrem weit ausgedehnt. Wir haben viele, viele von diesen Atomen oder Molekülen oder Kugeln, was auch immer das sein kann. Und wir können uns jetzt vorstellen, wenn wir über die Oberfläche von so einem Feststoff reden, kommt es ein bisschen darauf an, von welcher Richtung wir auf den Feststoff draufschauen oder auch in welcher Kristallebene der überhaupt aufgebrochen ist und eine Oberfläche exponiert. Und wenn wir uns das anschauen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Oberfläche aussieht. Zum einen können wir zum Beispiel direkt von vorne drauf schauen oder auch von hinten. Das heißt, wir würden quasi eine Ebene uns anschauen, die jetzt irgendwie so aussieht. Und wenn ich die jetzt mal hier hinschreibe, dann sehen Sie, Sie haben hier 1, 2, 3, 4 Atome auf den Ecken plus das eine hier hinten in der Mitte. Das heißt, die Oberfläche würde ungefähr so aussehen. Und natürlich in alle Richtungen weiter. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, wir könnten auch einen Schnitt machen, der jetzt hier durch die Fläche durchgeht, also einmal quer durch die Einheitszelle. Und wenn Sie jetzt verfolgen, wie die Oberfläche aussieht, dann haben Sie 3 Atome hier oben in einer Linie und 3 Atome hier unten in einer Linie und sonst keine Atome dazwischen. Das heißt, in dem Falle würde das ungefähr so aussehen. Und die dritte Möglichkeit, oder die dritte typische Möglichkeit, wie wir eine Oberfläche hier generieren können, ist, wenn wir komplett quer oder diagonal durch die Einheitszelle durchschneiden. Das heißt, wir schneiden die Ebene hier, wir schneiden die Ebene hier nach hinten und hier. Sieht dann in der Einheitszelle aus wie ein Dreieck, was quasi so durchgeht. Und wenn ich mir anschaue, wie da die Atome liegen, dann habe ich hier 1 oben, dann habe ich hier 2 in der Mitte und unten habe ich 3. Sieht also ungefähr so aus. Und wichtig ist natürlich, die Einheitszelle ist ja nur die kleinste Einheit von so einem Kristall. Das geht natürlich in alle Richtungen weiter. Und ich male einfach mal vielleicht hier noch eins hin, dann wird das ein bisschen klarer. Und hier, das ist so in Ordnung. Und hier wird es natürlich in alle Richtungen weitergehen. Das heißt, Sie sehen, diese Oberflächen sehen komplett anders aus. Hier haben Sie irgendwie so eine Art quadratische Symmetrie drin. Das hier sind Ketten oder Linien. Und hier ist es eine hexagonale Packung. So, und die Oberflächen kann man natürlich beschreiben. Das macht man über sogenannte Miller Indizes. Und dann, dabei geht man nochmal von der Einheitszelle aus und schaut jetzt an, wo sich diese Ebenen, die wir definiert haben, mit den einzelnen Achsen schneiden. Also ich definiere hier nochmal die Achsen. Wir haben hier eine Z-Achse, wir haben eine X-Achse, die in die Tafel rein und raus geht und wir haben eine Y-Achse, die jetzt einfach hier lang geht. Und jetzt sehen wir, dass zum Beispiel diese Ebene ganz hinten, also die hier, die schneidet nur die X-Achse. Die liegt jetzt hier in der Ebene, das heißt, die hat einen Schnittpunkt mit der X-Achse, aber keinen Schnittpunkt mit der Z- und mit der Y-Achse. Und was man jetzt macht, man schaut sich das an, schaut sich den Abstand an und invertiert den dann und findet den kleinsten gemeinsamen oder die kleinste Zahl, die das beschreibt. Das heißt, im Fall von der X-Achse nimmt man hier ein Miller-Indiz von 1, das heißt, nach einer Wiederholung schneidet es die X-Achse. Und wenn es die Achsen gar nicht schneidet, dann sagt man nicht unendlich, sondern invertiert es zu 0 und sieht jetzt, dass X und Y wird gar nicht geschnitten. Das heißt, das hier ist die sogenannte 1-0-0-Ebene. In der zweiten Möglichkeit, das ist die, die hier so quer durchgeht, sehen Sie, die Z-Achse wird immer noch nicht geschnitten und jeweils X und Y-Achse werden
bei 1 geschnitten. Das heißt, wir haben hier die 1-1-0-Ebene. Und bei dem hier, was so diagonal drin liegt, sehen Sie, jede Achse wird beim Wert 1 geschnitten. Das heißt, das hier ist die sogenannte 1-1-1-Ebene. Gut, wir machen jetzt hier eigentlich keine Feststoffphysik oder Feststoffchemie. Ich male Ihnen das nur an, um einfach mal ganz klar zu zeigen, je nachdem, in welche Richtung ein kristalliner Festkörper gebrochen wird oder welche Oberfläche offen liegt, haben wir unterschiedliche Oberflächen. Und unterschiedliche Oberflächen, können Sie sich vorstellen, werden möglicherweise auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Nun, warum ist das so? Wir hatten bei den flüssigen Oberflächen schon gesagt, dass die Oberfläche oder die Energie der Oberfläche dadurch bestimmt wird, dass die Moleküle oder Atome auf der Oberfläche weniger Nachbarn haben als im Volumen. Und das Gleiche ist vollkommen analog zu sehen bei einem festen Körper. Und Sie sehen jetzt im Volumen, sind alle in der dichtesten Kugelpackung alle Atome abgesättigt. Jeder hat 12 Nachbarn, ne, in alle Ebenen und an der Oberfläche natürlich nicht mehr. Also auch hier ist zu erwarten, die Oberfläche hat eine höhere Energie als das Volumen. Und wenn Sie sich jetzt mal genauer anschauen, wie es mit den Nachbarn hier aussieht, ich zeichne das vielleicht nochmal ganz kurz ein. Sie schauen sich den hier an und der hat jetzt hier 1, 2, 3, 4 Nachbarn. Der hier hat in erster Näherung 2 enge Nachbarn und irgendwie noch einen und noch einen anderen, der weiter weg ist in dieser Kettenstruktur. Und in der 1-1-1-Ebene sehen Sie, noch nicht, aber ich male es mal ein bisschen, vielleicht hier noch eins hin, hat jetzt das Atom 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nachbarn. Also auch hier würde so ein einfaches Zählen andeuten, dass möglicherweise diese Ebene hier die geringste Oberflächenstruktur, die geringste Oberflächenenergie hat, weil es die meisten Nachbarn besitzt, dieses Atom. Das hier hat weniger Nachbarn, ne, 4 im Vergleich zu 6, sollte also eine höhere Oberflächenenergie haben und die 1-1-0-Ebene sollte eine noch höhere Oberflächenenergie haben, weil noch weniger Nachbarn da sind. Und jetzt ist natürlich wichtig anzumerken, das hängt diese Anzahl der Nachbarn oder das Zählen von Nachbarn hängt natürlich schwer von der Kristallstruktur ab. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eine FCC-Struktur. Andere Strukturen werden andere Ebenen haben und entsprechend ist diese Zuordnung, welche Ebene welche Energie hat, immer von der Kristallstruktur abhängig. Gut, aber generell sehen Sie durch die einfache Betrachtung, hier gibt es offensichtlich Unterschiede, die es bei der Flüssigkeit nicht gibt. Gut, das heißt, ich zeige Ihnen das nochmal an der Tafel. Hier sehen Sie nochmal quasi in der FCC-Struktur ein bisschen größer. Und hier sehen Sie nochmal den Ausschnitt mit der Einheitszelle und Sie sehen auch die verschiedenen Kristallebenen. Und hier sieht man so diese quadratische Symmetrie ein bisschen besser. Hier sind die Linien von der 1-1-0-Ebene und hier entsprechend diese hexagonal dicht gepackte Struktur von der 1-1-1-Ebene. Also, das ist das Erste. Und das Zweite bei festen Oberflächen ist, dass diese Oberflächenenergie zumindest teilweise abgeändert werden kann oder ausgeglichen werden kann, indem Moleküle oder Atome auf der Oberfläche sich bewegen und eine andere Struktur an der Oberfläche ausbilden. Das Ganze nennt sich Oberflächenrekonstruktion oder Surface Reconstruction und es führt dazu, dass die Oberfläche oft anders aussieht, als man das erwarten würde von diesen Schnitten in der in der Einheitszelle. Und hier sehen Sie so ein Beispiel, hier ist die 1-1-0-Ebene, Sie sehen wieder typisch diese Linien hier überall. Und wenn man sich das jetzt genau anschaut, dann findet man zwei häufige Strukturen, die stattdessen auftauchen. Das eine ist die sogenannte Missing Wall Reconstruction. Sie sehen, da hat der Kristall seine Oberfläche dadurch minimiert, dass ganze Reihen verschwunden sind. Und hier sozusagen die Atome, die relativ wenig Nachbarn haben, sind verschwunden und haben sich an andere Flächen verteilt oder an Defekten angelagert. Und hier sehen Sie die sogenannte Pairing Wall Reconstruction. Da rutschen zwei von diesen Linien hier jeweils zusammen. Es wird wieder aufgefüllt und so bekommt jedes Atom an der Oberfläche mehr Nachbarn, entsprechend eine geringere Energie. Das ist die zweite Komplikation bei Feststoffen oder bei kristallinen Feststoffen. So, dann ist natürlich nicht so ideal, wie man es auf dem Papier hinmalt, sondern es gibt immer verschiedene Defektstrukturen in so Kristallen. Und die sind mal hier schematisch gezeigt. Also Sie sehen, wenn man jetzt typischerweise so einen Schnitt hätte, dann würde man hier von so einer Terrasse oder von so einer Stufe reden, die sich dann komplett ausdehnen würde. Aber in Wirklichkeit ist es oft hier quasi ausgefranst und es gibt dann nicht nur diese komplett ausgedehnten Stufen, sondern Sie haben dann hier diese einzelnen Stufen, die den Kristall absenken. Sie haben auch Kinken, das ist sozusagen, wenn die Stufe hier unterbrochen wird. Dann haben Sie Leerstellen, na, Sie sehen, hier fehlt einfach ein Atom. Oder Sie haben einzelne Atome, die hier auf der Oberfläche drauf liegen. So, mit dem, was wir jetzt die ganze Zeit schon gelernt haben, ist auch irgendwie abzuschätzen, dass
die Energie von den Atomen in diesen verschiedenen Defekten offensichtlich unterschiedlich sein muss. Da könnten Sie jetzt kurz drüber nachdenken und überlegen, welche Atome haben denn vermutlich die höchste Energie und welche haben die niedrigste Energie. Dann machen Sie vielleicht kurz Pause, denken Sie drüber nach. Naja, und dann werden Sie darauf kommen, dass es daran liegt oder dass man das abschätzen kann, indem man zählt, wie viele Nachbarn hier in den Atomen drin sind. Und dann sehen Sie beispielsweise, dass jetzt hier an so einer Stufe sind offensichtlich weniger Nachbarn als in der Terrasse, also in der Kristallebene. Aber an so einer, hier an so einem Atom, was ganz einzeln auf der Oberfläche liegt, sind noch viel weniger Nachbarn. Das heißt, je nachdem, wie viele Nachbarn Sie haben oder wie viel weniger Nachbarn Sie haben, desto energiereicher ist dieses Atom und desto höher ist auch die Tendenz von dem Atom, Bindungen einzugehen, reaktiv zu sein, irgendwas zu tun, um seine schlechte energetische Situation zu verändern. Ja, und das Paradebeispiel ist, dass so isolierte Atome oder auch diese Kinken oder so irgendwas, wo irgendein Atom sehr exponiert ist, typischerweise die aktivsten Stellen sind in einem Katalysator. Also hier, wir hatten das in der ersten Stunde schon mal angesprochen, hier findet bevorzugt eine Katalyse statt, weil dieses Atom hier nur danach schreit, wirklich ein anderes Molekül an sich ranzulassen und dadurch verändert sich die elektronische Struktur von dem Molekül und dann kann eine katalytische Reaktion beispielsweise ablaufen. Also Sie sehen, dass wirklich ganz fundamental ganz großtechnische Vorgänge, wie jetzt eine heterogene Katalyse, denken Sie an Ihren Auspuff im Auto oder sowas, hängen ganz fundamental davon ab, wie eigentlich die Oberfläche von dem Katalysator aussieht. Na, und um Ihnen ganz kurz nochmal vielleicht den Unterschied zwischen so einer Stufe und einer Kinke zu zeigen. Hier ist eine Stufe, da ist sozusagen die letzte Reihe sehr einheitlich und in der Kinke ist der Kristall so ein bisschen schräger geschnitten und Sie sehen, hier haben Sie wiederum viele Atome, die noch weniger Bindung zu ihrem Nachbar haben und entsprechend reaktiver sind. Also das ist die dritte Komplikation bei festen Oberflächen. Und um die Situation noch ein bisschen unübersichtlicher zu machen, ist das natürlich immer noch ideal in dem Sinne, dass wir gar keine äußere zweite Phase haben. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Oberflächen werden in eine Flüssigkeit oder in eine Gasphase reingegeben und dann haben Sie natürlich noch mehr Probleme. Jetzt sehen Sie hier, ist so eine ganz schematische Illustration, wie so ein Kristall dann aussieht in Kontakt mit einer zweiten Phase. Sie haben hier wieder Ihr Bulkmaterial, also Ihr Volumen, das ist die Kristallstruktur. Sie haben hier eine Oberflächenrekonstruktion, die das ändert. Und dann haben Sie hier natürlich Adsorption von Molekülen. Ja, das ist hier einfach ganz schematisch dargestellt, verschiedene Moleküle, die hier an diesen Oberflächenstellen adsorbieren können. Sie haben Inhomogenitäten und Sie haben auch einfach Verunreinigungen. Also nicht jedes Molekül ist gleich. Wenn irgendwie Schmutz auf der Oberfläche ist oder irgendwas anderes, dann kann das hier auch adsorbieren. Und all das verändert natürlich die Oberfläche. Sie müssen sich vorstellen, die Oberflächenenergie, die Sie messen, ist ja immer das, was Sie sehen, wenn Sie praktisch von hier auf den Feststoff drauf schauen. Und da kann man natürlich schon intuitiv sagen, wenn irgendwas auf der Oberfläche adsorbiert ist oder irgendeine Moleküllage da drauf liegt, dann sieht die Oberfläche ganz anders aus wie vorher. Entsprechend würde man auch erwarten, dass sich die Oberflächenenergie verändert. Also Sie sehen, all das ist wesentlich komplizierter als in der Flüssigkeit, die ja insgesamt schon isotrop ist und viel dynamischer, weil sich alles bewegen kann. Gut, also zusammenfassend, wenn wir die Oberflächenenergie von einem Feststoff betrachten wollen, dann wäre die prinzipiell analog zu der Oberflächenenergie von einer Flüssigkeit, die man typischerweise Oberflächenspannung nimmt, wenn denn gegeben wäre, dass es keine mechanischen Stresse gibt, also dass die Moleküle beweglich sind und dass diese Grenzfläche isotrop ist. Und leider ist es in der allergrößten Zahl der Fälle, in typischen Feststoffen, eben nicht der Fall, weil die Moleküle sich nicht bewegen können, die sind in ihrem Kristallgitter oder wie auch immer in ihrer Anordnung beschränkt. Das führt dann dazu, dass wenn Sie die Oberfläche verändern, gibt es mechanische, elastische Stresse, die dazu führen, dass sich Sachen verändern. Und diese Grenzfläche ist nicht flach und glatt, wie bei einer Flüssigkeit, sondern typischerweise anisotrop und inhomogen. Also Sie haben diese Oberflächenrekonstruktion, Sie haben Adsorption von Molekülen und so weiter und so fort. Und wie schon gesagt, dazu kommt noch, dass die Oberflächenenergie irgendwie richtungsabhängig ist, einfach dadurch, dass der Kristall nicht in alle Richtungen gleich aussieht. Und auch hier nochmal, weil das wichtig ist, einfach sehen Sie nochmal dieses Beispiel von den verschiedenen Oberflächenstrukturen. Gut, wie sehen jetzt so typische Werte für die Oberflächenspannung aus? Ich habe das einfach mal bei Wikipedia so ein bisschen zusammengefasst. Also Sie sehen, wenn Sie erstmal hier zu den Beispielen gehen, die Werte von der Oberflächenspannung variieren irgendwie zwischen ein paar tausend Millinewton pro Meter zu ein paar zehn Millinewton pro Meter. Und wenn Sie sich erinnern von vor ein paar Stunden,
die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten, die ist typischerweise im Bereich so zwischen hier und vielleicht hier. Wasser hat 72 Millinewton pro Meter, was schon ein sehr hoher Wert ist für eine Flüssigkeit. Typische organische Flüssigkeiten sind irgendwo zwischen, ich sag mal, 20, 30 oder 40 oder sowas Millinewton pro Meter. Also was sehen Sie? Feste Oberflächen können sehr niedrige Oberflächenspannungen haben. Das hier PTFE ist Polytetrafluoroethylen, ein Polymer, das besser bekannt ist als Teflon. Na, und das ist natürlich auch intuitiv. Teflon-Beschichtungen kennt man ja als abweisende Beschichtungen. Denken Sie an Ihre Bratpfanne möglicherweise, an denen nichts festklebt. Und das liegt einfach daran, dass das Teflon so eine niedrige Oberflächenenergie hat, ne, hier diese 19 Millinewton pro Meter, dass es sich in der Regel, ich sag mal, energetisch nicht lohnt, für irgendwas auf dieser Oberfläche festzukleben. Ja, und dann gehen Sie hier durch, Sie sehen PVC, irgendwie ein typisches Polymer, hat eine Oberflächenenergie, die irgendwie dem von der typischen organischen Flüssigkeit mehr oder weniger entspricht. Glas ist jetzt ein Feststoff, ein amorpher Feststoff, der hat irgendwie eine wesentlich höhere Oberflächenspannung, einfach dadurch, dass er mehr Bindungen hat. Aber wenn Sie das vergleichen mit ionischen Kristallen, hier sehen Sie zum Beispiel Natriumchlorid, also so ein ganz typisches ionischer Kristall, hat eine wesentlich höhere Oberflächenspannung oder Oberflächenenergie, ne, also 300-400 Millinewton pro Meter. Und Sie sehen auch, dass diese Oberflächenenergie abhängt von den Kristallebenen. Ne. Hier sehen Sie 110-Ebene, hat eine bestimmte Oberflächenenergie, die 110-Ebene hat eine noch höhere Oberflächenenergie, genau analog zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ja, und das ist einfach, warum diese Oberflächenenergie höher ist als hier, ist einfach ein Resultat davon, dass die ionischen Bindungen viel stärker sind und entsprechend viel stärkere attraktive Kräfte auf die Atome ausüben. Und das spürt man dann sozusagen, wenn diese Kräfte nicht da sind, dann sind die Atome umso unzufriedener. Und hier haben Sie jetzt noch ein Beispiel für ein paar Metalle, Blei, Kupfer, Wolfram. Und Sie sehen, bei Metallen haben Sie natürlich sehr starke metallische Bindungen in so einem Feststoff. Und das führt wiederum dazu, dass wenn Sie eine Oberfläche freilegen, haben Sie sehr hohe Oberflächenenergien. Ja, auch Sie sehen, hier gibt es große Unterschiede zwischen Metallen. Da können Sie mal drüber nachdenken, woran das liegen könnte. Und Wolfram ist so ein typisches Beispiel für ein Material, was einen sehr hohen Schmelzpunkt hat. Also da ist einfach die Bindung sehr stark. Und daraus sieht man auch schon direkt, dass Metalle oft gute Katalysatoren sind. Einfach weil die Oberflächenenergie so hoch ist, ist die Tendenz von Metallen, dann irgendwelche Moleküle zu adsorbieren und entsprechend zu verändern, viel höher als jetzt beispielsweise bei einem Plastik. Ja, und daran sieht man halt schon so fundamentale Eigenschaften irgendwie inkodiert. Okay, wie misst man jetzt die Oberflächenspannung von Feststoffen? Bei Flüssigkeiten ist es sehr einfach. Wenn Sie sich erinnern, wir tauchen sozusagen einfach ein kleines Plättchen oder einen Ring oder irgendwas ein, ziehen das aus der Flüssigkeit raus. Dadurch verändert sich die Größe der Oberfläche und über die Veränderung der Oberfläche können wir direkt mehr oder weniger ausrechnen, wie die Oberflächenspannung ist. Und das Besondere bei einer Flüssigkeit ist, dass wenn ich die Oberfläche verändere, dann verändere ich einfach die Anzahl der Moleküle, die an der Oberfläche sind, dadurch, dass das ganze System dynamisch ist und eine größere Oberfläche einfach dazu führt, dass mehr Moleküle an die Oberfläche kommen. Und die Fläche pro, das sollte hier Molekül heißen, bleibt konstant. Das heißt, ich habe ein komplett plastisches oder viskoses Verhalten und ich kann dadurch, dass ich die Oberfläche verändere, bestimme ich sozusagen, wie viele Moleküle an der Oberfläche sind und dann alle Moleküle zur gesamt energetischen Situation beitragen, kann ich direkt die Oberflächenspannung bestimmen. Wie ist das jetzt, wenn ich einen Feststoff habe? Ja, und jetzt in dem Fall, sagen wir erstmal einen idealen Feststoff. Ich versuche, einen idealen Feststoff zu vergrößern. Wenn ich jetzt die Oberfläche hier vergrößere, passiert erstmal eigentlich gar nichts, weil die Moleküle alle in einem festen Gitter oder meinetwegen in einem amorphen Feststoff einfach in einer festen Konfiguration festsitzen und ich gar keine Möglichkeit habe, mehr Moleküle oder Atome zur Oberfläche zu bekommen. Und stattdessen, wenn ich jetzt an so einem typischen Feststoff ziehe, ne, stellen Sie sich vor, die ziehen an einem metallischen Löffel oder so irgendwas. Das Einzige, was ich damit mache, ist, die Bindungslänge zwischen den Molekülen zu verändern. Und das ist, und dabei bleibt natürlich die Anzahl der Atome konstant. Und was sich hier ändert, ist auch wieder hier, Area sollte pro Molekül oder pro Atom heißen, die verändert sich. Und jetzt brauche ich eine Menge Kraft, um einen Löffel oder irgendeinen Feststoff auseinanderzureißen. Und es liegt daran, dass diese Bondlänge oder die Bindungslänge natürlich oder die Bindung relativ stark ist. Das heißt, ich muss die erstmal dehnen und irgendwann reißt sie. Und diese elastische Dehnung bevor dem Reißen verbraucht natürlich viel Energie, die ich aufbringen muss. Okay, und dazu kommt jetzt noch, in einem echten Festkörper haben wir nicht nur diese elastische Energie, die wir erstmal aufbringen müssen, sondern wir haben auch teilweise plastische Deformationen, ne, dass sich sozusagen was wirklich ändert an der Molekülstruktur. Wir haben diese Oberflächen
Veränderungen, also diese Rekonstruktion an der Oberfläche, plus wir haben natürlich Adsorption, Inhomogenitäten und so weiter und so fort. Und das alles zusammen macht es extrem schwierig, die Oberflächenspannung oder Oberflächenenergie von Feststoffen zu messen. Gut, wie kann man das ganz generell angehen? Trotz allem gibt es natürlich verschiedene Methoden. Das Einfachste ist vielleicht, ich zeige es Ihnen gerade an der Tafel, auf der Folie, das Einfachste ist, wir stellen uns vor, wir haben einen dicken Feststoff und den brechen wir einfach in zwei Stücke. Und wenn wir das machen, generieren wir natürlich zwei neue Oberflächen. Das ist relativ einfach hier zu sehen. Also hier ist das Volumen von dem Material, jetzt breche ich das hier auf. Auf einmal sind die Moleküle, die vorher noch im Volumen waren, an der Oberfläche. Und daraus können wir eigentlich direkt Rückschlüsse auf die Oberflächenenergie ziehen. Und da muss man vielleicht zwei Fälle unterscheiden. Am einfachsten geht es für Materialien, die nur von sogenannten physikalischen Bindungen zusammengehalten werden. Und wenn man das annimmt, dass diese physikalischen Bindungen nur aus Van der Waals-Kräften bestehen, ich sage da gleich noch was dazu, dann kann man wirklich eine sehr einfache Formel finden, die das ins Verhältnis setzt. Also Sie sehen hier die Arbeit, die gebraucht wird, um diese Oberflächen zu bilden, ist direkt proportional zu der Größe von der Oberfläche. Das heißt, wenn ich messen kann, was für eine Kraft ich brauche oder wie viel Arbeit ich aufwenden muss, um diese Oberflächen zu generieren, kann ich daraus direkt die Oberflächenenergie des Feststoffs ableiten. Das werde ich Ihnen noch mal ein bisschen genauer zeigen, auch wie man auf diese Formel kommt, im Kapitel zu den makroskopischen Wechselwirkungen, also zur Adhäsion. Und da müssen wir einfach ein bisschen drauf aufbauen, erstmal, wie man die Van der Waals-Kräfte berechnen kann und wie man dann aus den Van der Waals-Kräften makroskopische Wechselwirkungen ableiten kann. Aber trotzdem, Sie werden vielleicht sich dann erinnern, diese Formel wird da auftauchen und Sie sehen wirklich, dass Sie damit sozusagen die Oberflächenenergie direkt berechnen können. Wenn Sie jetzt Materialien mit kovalenten Bindungen haben, dann ist das ein bisschen schwieriger, genau aus dem Grund, dass die Korrelation mit der Arbeit nicht direkt zur Oberflächenenergie führt, sondern Sie müssen erst diese elastischen Anteile aufbringen. Das heißt, Sie ziehen erstmal und brauchen viel Kraft, bevor die Bindung überhaupt reißt. Und Sie haben, das führt dazu, dass Sie eine höhere Kraft brauchen, als die Oberflächenenergie eigentlich ist. Aber Sie haben dann auch noch diese Oberflächenrekonstruktion. Das heißt, das Material kann sozusagen während diesem Prozess sich nochmal rearrangieren und energetisch erniedrigen. Das heißt, diese beiden Anteile führen dazu, dass da die Messung nicht so akkurat ist. Aber wenn Sie natürlich ein Material haben, was kristallin ist, dann wissen Sie, wie die Einheitszelle aussieht in aller Regel. Sie wissen, wie viele Atome Sie in der Einheitszelle haben. Sie wissen auch, wie viel Anzahl von Bindungen Sie dann pro Fläche haben. Und aus der Anzahl von Bindungen und Anzahl von Atomen und natürlich der Bindungsenergie können Sie auch einfach direkt ausrechnen, wie viele Bindungen gebrochen werden müssen, theoretisch, und wie viel Energie dafür theoretisch möglich ist. Und dann kommen Sie natürlich auch hier auf die Oberflächenenergie. Gut, das ist die eine Methode. Das ist natürlich insgesamt nicht so einfach, weil Sie sehr definiert da arbeiten müssen, weil Sie auch dann sehr genaue Abschätzungen machen müssen. Und es gibt noch eine zweite Methode, die relativ einfach ist und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Und das ist die sogenannte Messung der Oberflächenenergie. Über die Zisman-Methode. So, und die Idee dahinter ist, dass wir eine Oberfläche, bei der wir die Oberflächenenergie nicht kennen, dadurch untersuchen, dass wir Flüssigkeiten mit verschiedenen Grenzflächenspannungen, also Flüssigkeiten mit bekannten Oberflächenenergien, wenn Sie so wollen, miteinander in Verbindung bringen und über die Grenzflächenspannung der Flüssigkeit auf die Grenzflächenenergie des Feststoffs schließen. Das heißt, was wir machen, ist, wir geben auf eine Oberfläche verschiedene Flüssigkeiten drauf, also hier ist der Feststoff und hier wird jetzt eine Flüssigkeit draufgegeben und wir messen hier den Kontaktwinkel Delta. Ja, und das können wir jetzt für verschiedene Flüssigkeiten machen und je nachdem, welche Flüssigkeiten ich draufgebe, wird möglicherweise der Kontaktwinkel immer kleiner werden, bis er irgendwann Richtung 0 geht.
Und dann mache ich folgenden Plot, folgendes Diagramm. Ich trage hier auf den Cosinus des Kontaktwinkels. Und der Cosinus geht von 1 bis 0. Und Cosinus 1 heißt ein sehr kleiner Kontaktwinkel, in dem Fall 0. Ich kürze Kontaktwinkel mal mit CA ab für Contact Angle. Und hier haben wir dann einen großen Kontaktwinkel, also eine schlechte Benetzung. Das heißt, wir gehen von hier nach hier, gehen wir von hier nach hier in dem Benetzungsszenario. Und das Ganze tragen wir auf gegen die Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Ich schreibe es hier auch nochmal hin. Der, ich nenne es mal Test Flüssigkeit. Naja, und jetzt ist einfach abzuschätzen, je höher die Oberflächenspannung der Testflüssigkeit ist, desto größer ist die Tendenz, irgendwie eine kleine Oberfläche zu finden und sich zu einem Tropfen zusammenzukugeln. Ja, auch da denken Sie wieder an eine Quecksilberflüssigkeit, die sich quasi immer zusammenrollt. Und denken Sie an ein Kriechöl, was eine besonders niedrige Oberflächenspannung hat, was die Eigenschaft hat, quasi auf jeder Oberfläche sich ganz weit auszubreiten. Und das heißt, wenn ich das jetzt hier auftrage, dann haben Flüssigkeiten mit einer höheren Oberflächenspannung in der Regel die Tendenz, weniger zu benetzen. Das heißt, ich würde hier irgendwie sowas finden. Und wenn ich jetzt die Flüssigkeiten austausche und die Oberflächenspannung immer kleiner mache, dann wird der Kontaktwinkel immer kleiner werden. Und irgendwann erreiche ich hier ein perfektes Benetzungsszenario. Das heißt, die Oberfläche wird hier komplett benetzt. Und danach, wenn die Oberflächenspannung der Flüssigkeit immer kleiner wird, würde ich erwarten, dass nichts mehr passiert, weil natürlich eine Flüssigkeit dann noch geringeren Oberflächenspannung energetisch noch bevorzugter die Oberflächenenergie des Feststoffs ausgleicht, indem es einfach komplett abdeckt. Na, dadurch ist sozusagen hier ist keine feste Oberfläche mehr da, weil alles von der Flüssigkeit bedeckt ist. Und jetzt überlege ich mir, dass zu dem Zeitpunkt, bei der Flüssigkeit, bei der zum ersten Mal eine komplette Benetzung auftritt, habe ich eine Flüssigkeit mit der höchsten Energie, die noch eine komplette Schicht auf der Oberfläche ausbilden kann. Und das bedeutet, dass in dem Fall die Energie von der Oberfläche genau gleich ist wie die Energie von der Flüssigkeit. Oder da kippt es gerade. Also wenn ich hier von hier nach hier gehe, ist offensichtlich die Energie von der Flüssigkeit niedriger, weil die sich jetzt der Außenwelt präsentiert, wohingegen der Feststoff bedeckt ist. Und damit kann ich dann definieren, dass das hier der Wert von der Oberflächenenergie meines Feststoffs sein muss. Das heißt, ich kann sozusagen indirekt Rückschlüsse ziehen auf die Oberflächenenergie des Feststoffs, indem ich mir anschaue, ab wann die energetische Situation so ist, dass dieser Feststoff komplett benetzt ist und so quasi keine Atome mehr an der Oberfläche hat. Und so macht man das nach der Zisman-Methode. Und es ist eine relativ einfache Art, so eine Oberflächenspannung abzuschätzen. Gut, sehen Sie auch hier nochmal, hier genau das, diese angenommene Oberflächenenergie von dem Feststoff, der dann hier da ist, wo ich das zum ersten Mal sehe. Wenn ich jetzt Oberflächen habe, die nie richtig benetzen, kann ich hier natürlich auch extrapolieren. Dann komme ich halt hier auch irgendwo an den Schnittpunkt und kann so meine Oberflächenenergie bestimmen. Gut, so jetzt ist es so, dass natürlich im Leben nicht alles perfekte flache Oberflächen sind, sondern wir haben sehr häufig irgendwie mit Pulvern oder porösen Oberflächen zu tun und müssen aber trotzdem versuchen, Eigenschaften von denen zu bestimmen. Ja, wo tauchen beispielsweise poröse Oberflächen auf? Hier sind mal ein paar willkürliche Beispiele, gibt natürlich noch tausend andere. Also hier haben Sie zum einen eine Chromatographiesäule in einem chemischen Labor. Das macht man in der organischen Chemie, um Moleküle aufzutrennen und die besteht aus kleinen Silikapartikeln, durch die sozusagen die Flüssigkeit oder hier die Moleküle durchlaufen. Und in dem Fall ist es vermutlich so, dass hier dieses grüne Molekül abgetrennt werden soll. Sandburg, Paradebeispiel für ein granulares Medium. Sie haben ganz viele Sandkugeln und wollen möglicherweise verstehen, wie gut jetzt die Sandburg haftet, wie
wie stark die benetzt mit einer Flüssigkeit und so weiter und so fort. In gewisser Weise ist Beton oder Zement zusammenmischen halt eine professionelle Art, Sandburgen zu bauen. Ne? Jetzt klebt es als Überbindermaterialien noch viel besser zusammen und Sie können Häuser bauen. Das hier ist eine Erdölförderung, die im Moment energetisch oder energetisch generell problematisch ist, im Moment auch finanziell unter Kritik kommt. Mal schauen, wie das hier so weitergeht. Aber da wird natürlich Öl aus irgendwelchen porösen Gesteinen in der Regel extrahiert. Und das hier ist die Haftung von einem Film hier, von einem Biofilm in einer Röhre. Und auch da verändert sich natürlich der Durchmesser, das wird rauer und so weiter und so fort. Und man möchte vielleicht wissen, wann haften Bakterien auf der Oberfläche, wann nicht und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie Pulver anschauen und wie die mit Flüssigkeiten interagieren, ne, in einem ganz, ganz breiten Feld, quasi in den meisten industriellen Anwendungen, dann müssen Sie ein paar charakteristische Kenngrößen für diese Pulver aufstellen. Und auch da würde ich Sie bitten, sich einfach mal 2 Minuten Zeit zu nehmen und zu überlegen, was müssen Sie denn eigentlich wissen über ein Pulver, damit Sie irgendwie solche Prozesse genau beschreiben können. Ne? Wie einfach ist das Öl aus dem Boden zu bekommen? Wie viel Wasser brauche ich, um mein Zement anzumischen und so weiter und so fort. Ne? Wie schnell zieht sich irgendwie das Wasser in die Sandburg rein und so weiter. Ja, wenn Sie darüber nachdenken, ist natürlich die Situation hier komplex. Also zum einen müssen wir irgendwie bestimmen, wie denn eigentlich die Struktur von dem Pulver aussieht. Und das macht man über den sogenannten hydraulischen Radius, das ist sozusagen der kapillare Radius für nicht besonders gut bestimmte Systeme. Eine Kapillare ist natürlich eine einfache Röhre, die einen genauen Radius hat. Und der hydraulische Radius ist sozusagen der durchschnittliche Radius von den Löchern in dem Feststoff oder von den Zwischenräumen zwischen verschiedenen Körnern oder Partikeln, die dem kapillaren Radius in so einem definierten System entsprechen. Den können wir bestimmen. Den bekommen wir aus den Packungsparametern und den können wir vor allem aus dem Kapillardruck, aus der Kapillardruckkurve messen. Das ist ja was wir letzte Woche gemacht haben, wo Sie sehen, dass je nachdem, wie viel Druck Sie anwenden, entnetzen Sie bestimmte Porendurchmesser und daraus können Sie natürlich Rückschlüsse ziehen, was für Poren Sie überhaupt drin haben. Dann wollen Sie vielleicht wissen, wie diese Poren verteilt sind im Material. Und dazu nehmen wir typischerweise eine Quecksilberporosimetrie. Das heißt, hier bestimme ich diesen hydraulischen Radius oder die typischen Kapillargrößen über eine benetzende Flüssigkeit. Sie lassen die Flüssigkeit den Feststoff vorlaufen und drücken danach wieder raus und messen, wie viel Druck Sie dazu brauchen. Und hier diese genaue Porengrößenverteilung messen Sie über eine nicht benetzende Flüssigkeit, beispielsweise Quecksilber, und legen jetzt Druck an, um dadurch diese Entnetzung oder den negativen Kapillardruck zu überkommen und das Quecksilber in die Flüssigkeit, in das Feststoff hier reinzupressen, und daraus können Sie dann über den angelegten Druck zurückrechnen, wie groß die Poren eigentlich sind. Also das sind Sachen, die können wir schon bestimmen. Was wir im Moment nicht wissen, wie wir das machen, ist der Kontaktwinkel, den eine bestimmte Flüssigkeit mit einem Pulver bildet. Und da können Sie sich vorstellen, das ist natürlich sehr wichtig, weil je nach Kontaktwinkel kommt das Material halt sehr einfach aus dem Material raus, zieht sich viel schneller rein oder eben auch nicht. Und natürlich die Oberflächenenergie von dem Pulver. Und das ist einfach so eine ganz fundamentale Kenngröße Oberflächenenergien, die man auch bestimmen will, ne, um verschiedene Prozesse zu optimieren. Und auch hier wieder alles, was für flache, feste Oberflächen gilt, gilt natürlich erst recht für Pulver. Die Messung ist extrem schwierig und anstrengend, einfach weil sie Inhomogenitäten haben. Sie haben unterschiedliche Oberflächen, sie haben Rauigkeiten und jetzt in dem Fall auch noch irgendwie ein komplett ungeordnetes System, ne, was ganz viele verschiedene Oberflächen hat. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, was für einen geschickten Ansatz können wir wählen, um diese beiden Punkte zu bestimmen. Und um das zu machen, brauchen wir ein bisschen Platz an der Tafel.
Gut, jetzt haben wir Platz, um das genau zu machen. Also die Idee, die wir nehmen, ist folgendes Experiment. Wir haben eine poröse Füllung hier in unserem Material, irgendein Pulver, poröses Gestein oder sonst irgendwas, Löschpapier oder so. Und was wir jetzt machen, ist, wir tunken das in eine Flüssigkeit ein. Jetzt kommt es hier in Kontakt mit der Flüssigkeit und dann wird über Kapillarkräfte die Flüssigkeit in das Material sich reinsaugen. Das können Sie zum Beispiel morgens, wenn Sie Tee trinken, sich genau anschauen, wenn Sie ein Teesieb in Ihren Tee reinhalten, dann zieht sich das natürlich hoch. Und es wird jetzt weiter und weiter steigen und irgendwann ist Schluss. Und aus diesem Experiment, also aus der Dynamik des Benetzungsvorgangs in so einem porösen Medium, können wir, wie wir jetzt gleich sehen werden, Rückschlüsse ziehen auf den Kontaktwinkel und die Oberflächenspannung. Und wie wir das machen, das gehen wir jetzt an der Tafel durch. Ich zeige Ihnen vielleicht gerade noch, so sieht das Experiment in live aus. Also Sie haben hier so eine Packung und Sie sehen, zu verschiedenen Zeiten geht der Meniskus hier weiter und weiter hoch, bis er irgendwann hängen bleibt. Okay. Das ganze Prozedere wird führen zu der sogenannten Washburn Gleichung. Und die beschreibt die Dynamik von diesem Benetzungsvorgang. Das heißt, was wir machen wollen, ist am Ende vom Tag Berechnung von dem Kontaktwinkel, Theta und Gamma S, der Oberflächenenergie. So, vielleicht noch ein bisschen besser, dann sieht man noch mehr. Der Oberflächenenergie eines Pulvers aus der Benetzung mit Flüssigkeit. Okay, also wie das Experiment aussieht, haben wir schon gesehen. Und die Strategie wird sein, dass wir als allererstes berechnen, wie die Dynamik ist von diesem Benetzungsvorgang in der einzelnen Kapillare. Wenn Sie sich erinnern, die Steighöhe hatten wir schon letzte Woche berechnet. Jetzt soll es nicht nur um die Steighöhe gehen, sondern um wie schnell der Vorgang abläuft, also die Zeitabhängigkeit. Dann als zweites werden wir umrechnen, wie man von der einzelnen Kapillare auf ein ungeordnetes Pulver kommt und die Gleichung entsprechend anpassen. Und wenn wir das haben, dann können wir über geeignete Messungen durch die Benetzung oder Infiltrierung mit bestimmten Flüssigkeiten, bei denen wir die Kenngrößen, also Oberflächenspannung und sowas kennen, können wir dann Rückschlüsse ziehen auf dieses Gamma S und Theta. Also fangen wir an mit dem ersten. Benetzung. Und ich nenne es mal Benetzungsdynamik, damit es klar ist, es geht um die Zeitabhängigkeit. In der Kapillaren. So, und da starten wir mit dem Poisson-Gesetz, was uns die Steighöhe oder die, den Fluss in den laminaren Fluss in der Kapillare, so muss man sagen, beschreibt. Und das sieht so aus: dV ist gleich R hoch 4, R ist der Radius der Kapillaren, mal dem Druckunterschied, Delta P mal Pi, und das Ganze geteilt durch 8 mal Eta, das ist die Viskosität der Flüssigkeit, mal H. So, also und das Ganze noch in Abhängigkeit von der Zeit. Also das ist das Poisson'sche Gesetz. Das möchte ich hier nicht herleiten, das ist eher was Sie wahrscheinlich in Ihren Fluidmechanik-Vorlesungen haben, oder das können Sie auch einfach bei Wikipedia nachschauen. Fehlt ein U. Soll. Gesetz, genau. Und was haben wir hier? Wir haben Delta P, ist der Druckunterschied.
R ist der Kapillarradius. Eta ist die Viskosität der Flüssigkeit. Und H ist die Höhe, wie hoch die Steigthöhe der Kapillare. Also damit können wir schauen, wie das Volumen über die Zeit zunimmt von der Flüssigkeit in der Kapillare. Und wir wissen aber auch schon, sehr einfach, dass das Volumen lässt sich natürlich aus dem Radius hier und der Höhe der Kapillaren ausrechnen, ne? Also wie hoch die Flüssigkeit schon gekommen ist. Ich schreibe hier vielleicht mal Höhe der Kapillare, vielleicht Höhe der Flüssigkeit in der Kapillare ist vielleicht besser. Also dV ist einfach die Fläche der Kapillare, also Pi r Quadrat mal dH. Das heißt, das Volumen ist natürlich eine Funktion irgendwie von der Steighöhe. Und Delta P kennen wir auch schon, weil wir wissen, dass die Flüssigkeit in der Kapillare hochsteigt durch den Kapillarendruck. Ich schreibe hier nochmal hin. Das ist der Kapillardruck. Und den haben wir letzte Vorlesung schon hergeleitet. Das ist 2 mal Gamma, also 2 mal die Oberflächenspannung, geteilt durch R. Das ist der Radius wieder, mal dem Cosinus Theta. Also das hier ist der Effekt der Krümmung. Und Sie sehen auch hier wieder, was ich Ihnen ganz am Anfang an die Tafel geschrieben habe. Dieser Term 2pi über r, das ist genau dieser Druckunterschied, einfach, der das beschreibt. Und der Cosinus, der modifiziert, je nachdem, wie stark es benetzt. Und davon abziehen, von dem Druckunterschied, muss man Gravitation, also Gravitationskonstante g mal der Dichte mal h, weil natürlich irgendwann, am Anfang steigt es schnell hoch und irgendwann drückt die Gravitation runter und verändert den Druck und irgendwann im Gleichgewicht ist der Druck gleich dem hier und der Druckunterschied ist ausgeglichen. Aber jetzt sagen wir, am Anfang des Experiments ist Gravitation erstmal vernachlässigbar, weil die Flüssigkeit noch nicht besonders hoch gestiegen ist. Und deshalb setzen wir das hier 0. Ich schreibe hier mal einfach Anfang hin, ne, dass klar ist. Früher oder später wird dann dieses Gesetz, was wir jetzt ableiten, dadurch abweichen, dass hier Gravitation ins Spiel kommt. Okay, so, jetzt müssen wir es eigentlich nur ineinander einsetzen. Das heißt, wir können hier dV ersetzen durch das hier und Delta P können wir hier mit einfügen. Und dann kommt raus Pi r Quadrat dH, das ist die linke Seite hier, das dV, ist gleich r hoch 4 geteilt durch 8 Eta H mal Pi mal dT. Das ist praktisch der Ausdruck hier ohne das Delta P. Und jetzt fügen wir das Delta P hier noch zu. 2 mal Gamma durch R mal dem Cosinus des Kontaktwinkels. Und jetzt können wir das ein bisschen umformen. Wir bringen jetzt beispielsweise H hier rüber, also sortieren nach H und nach dem Rest. Dann haben wir hier H dH. Wir teilen durch Pi, das heißt, das Pi fällt hier raus. Wir teilen durch R Quadrat, das heißt, hier wird 2 und hier geht nochmal 1 weg, das heißt, es bleibt nur noch in R stehen. Und wir haben hier R mal Gamma, das ist das hier. Die 2 kürzen wir noch hier mit der 8, das heißt, hier bleibt eine 4 stehen, durch 4 Eta der Viskosität mal dem Cosinus Theta dt. Und jetzt können wir hier integrieren, und zwar integrieren wir zum einen von 0 bis h, ich habe es mal so hin, integrieren, 0 bis
h auf der linken Seite und 0 bis t auf der rechten Seite. Hier haben wir also Integral h dh von 0 bis h und da ist die Lösung 1/2 h². Das heißt, es entsteht hier 1/2 h² plus dem Term hier und einfach nur Integral delta t von 0 bis t ist t und es entsteht dann h² ist gleich r mal Gamma mal Eta und hier steht 1/2. Das heißt, ich kann die 2 hier rüberziehen, dann kürze ich die 4 weg und es bleibt eine 2 im Nenner stehen. R mal Gamma mal Cosinus Theta geteilt durch 2 mal Eta mal T. Und das ist die Washburn-Gleichung. Jetzt schauen wir uns diese Washburn-Gleichung mal genauer an. Das heißt, die Washburn-Gleichung setzt ins Verhältnis, wie hoch die Flüssigkeit steigt, ne, über das h² hier, als zweite Potenz, mit der Zeit, die vergeht. Und wir sehen, dass die Steighöhe hier, das h², natürlich mit der Zeit zunimmt, ne, proportional zu t, und insbesondere hängt es davon ab, wie groß die Kapillare ist, der R der Kapillare. Es hängt davon ab, wie groß die Oberflächenspannung ist. Das heißt, je höher die, je größer die Oberflächenspannung, desto stärker steigt es hoch. Und es hängt insbesondere auch ab von dem Kontaktwinkel der Flüssigkeit. Und das ist auch genau das, was wir immer letzte Woche schon gesagt haben, dass wenn die Flüssigkeit gut benetzt, dann wird der Cosinus hier 1, das heißt, es steigt relativ gut hoch. Und wenn die Flüssigkeit schlecht benetzt, dann wird der Cosinus hier immer kleiner und die Steighöhe wird immer niedriger. Und das ist ja auch klar, weil dadurch die Tendenz der Flüssigkeit, die den Feststoff zu bedecken, kleiner wird und dadurch einfach die Krümmung kleiner wird, ne, und der Kapillardruck kleiner wird. Das heißt, das sind hier so die typischen Abhängigkeiten. Und wichtig im Vergleich zu der Steighöhe, die wir vorher berechnet hatten, also die maximale Höhe, geht es hier um die Dynamik, also wie sich das System entwickelt und nicht, was der Endzustand ist. Okay, damit haben wir das für eine einzelne Kapillare gerechnet und so, jetzt soll es als nächstes darum gehen, wie man das jetzt umformen kann in ein Pulver. So, dazu fahre ich hier runter und wir behalten die Gleichung nochmal kurz im Kopf. Also zweitens, jetzt gehen wir von Kapillare zu einem Pulver. So, und jetzt ist natürlich ist nicht mehr so ganz einfach zu messen, wie hoch das steigt, was für einen Kapillardurchmesser wir haben. Also das R ist nicht mehr wirklich gut zu bestimmen. Und was wir stattdessen machen, ist, wir messen die Massenzunahme beim Benetzen. Das heißt, die Flüssigkeit saugt sich in das Material ein. Sie hängen das ganze Material an eine Waage. Und natürlich, je mehr Flüssigkeit reinkommt, desto schwerer wird das. Und das können Sie dann natürlich genau messen. Das heißt, die Massenzunahme hier, M, die hängt ab von dem Volumen, das die Flüssigkeit einnimmt, und von der Dichte der Flüssigkeit. Und das Volumen können wir natürlich auch noch ausdrücken über die Oberfläche des Pulvers mal der Höhe. Mal der Steighöhe, also das hier ist nichts anderes als das Volumen, was die Flüssigkeit einnimmt. Ich sag mal V flüssig mal Rho. Und hier ist Rho wieder die Dichte der Flüssigkeit. So, und jetzt setzen wir das Ganze in die Washburn-Gleichung ein. Dazu formen wir das erstmal um nach H.
Und h oder h Quadrat ist dann entsprechend gleich m Quadrat durch Pulverquadrat mal Dichte Quadrat. M Quadrat a Pulverquadrat mal Dichte Quadrat. Und das kann jetzt in die Washburn-Gleichung eingesetzt werden und wir bekommen dann, statt dem h-Quadrat schreiben wir jetzt hier m-Quadrat. Die beiden Werte merke ich mir und ziehe sie direkt auf die rechte Seite der Gleichung rüber. Das heißt, in der Washburn-Gleichung stand jetzt erstmal, ich schreibe es hier nochmal hin, r mal Gamma mal Cosinus Theta geteilt durch 2 mal Eta. Und jetzt kommen hier die beiden Punkte noch dazu. A Pulverquadrat mal Dichte der Flüssigkeit zum Quadrat. Und natürlich ist das Ganze ja in der Temperaturabhängigkeit. So, das ist jetzt quasi die Washburn-Gleichung, wenn wir nicht mehr die Höhe messen, sondern die Gewichtszunahme in so einem Pulver. Und jetzt formen wir noch ein bisschen um und sortieren. Und zwar sortieren wir folgendermaßen. Wir fassen alle Eigenschaften des Pulvers zusammen und alle Eigenschaften der Flüssigkeit zusammen. Und dann entsteht Folgendes. M Quadrat ist, ich mache jetzt mal hier eine große Klammer, alle Eigenschaften des Pulvers. Das ist R mal A Pulver, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Platz, Quadrat geteilt durch 2. Jetzt kommen die Eigenschaften der Flüssigkeit, das ist das Eta hier und die Dichte, das Rho, also Rho Quadrat geteilt durch Eta. Und jetzt bleibt das übrig, was noch da steht. Das ist das Gamma und ich schreibe es hier nochmal hin. Das ist natürlich die Oberflächenspannung der Flüssigkeit, ne? Das Gamma-Liquid-Gas. Ist natürlich streng genommen auch eine Eigenschaft der Flüssigkeit, aber das ist was, was ich jetzt gleich variieren will, deshalb lasse ich das hier draußen stehen. Hier taucht jetzt der Cosinus Theta auf und das ist natürlich schon mal ganz gut, weil wenn Sie sich erinnern, am Anfang sind wir ja eigentlich losgezogen und einer der Ziele war, den Kontaktwinkel der Flüssigkeit mit dem Pulver zu bestimmen. Hier ist der jetzt natürlich schon drin. Mal der Zeit. So, jetzt ist das sozusagen die modifizierte Washburn-Gleichung für ein Pulver. Ich rahme auch das hier mal noch ein. Und auch da schauen wir jetzt, was für Werte drin sind. Also Massenzunahme ist quasi analog zur Höhenzunahme, hängt halt von irgendwelchen Sachen des Pulvers ab, hängt von irgendwelchen Sachen der Flüssigkeit ab und hängt nach wie vor ab von der Oberflächenspannung. Na, je höher die Oberflächenspannung, desto höher die Tendenz zu benetzen. Hängt von dem Cosinus der Flüssigkeit ab. Das heißt, je stärker es benetzt, desto höher zieht sich das und desto schneller zieht sich das hoch und von der Zeit. Okay, das heißt, was wir jetzt hier machen können, jetzt tauschen wir mal die Tafeln. Obwohl, ich glaube, wir machen es lieber doch so, dann ist ein bisschen mehr Platz. Jetzt machen wir verschiedene Messungen. Also hier würde ganz generell sieht das Experiment so aus, wenn Sie sich nochmal die Gleichung hier anschauen. Ich erwarte einen linearen Zusammenhang zwischen m Quadrat und t. Das heißt, ich würde hier, wenn ich irgendwo jetzt auftrage, m Quadrat über die Zeit, dann würde ich erwarten, dass ich hier eine Gerade bekomme und aus der Steigung der Geraden kann ich mir hier diese ganzen Parameter, all das hier rausziehen. Und ich hatte schon erwähnt, in Realität wird es dann so aussehen, dass das hier irgendwann abklickt und das ist der Einfluss von der Schwerkraft. Also wir fokussieren uns auf den Raum. Hier ist die Washburn-Gleichung gültig. Und hier ist Effekt von Schwerkraft. Okay, so wie bekomme ich jetzt meine Parameter raus, die ich hier haben möchte? Als allererstes messen wir
mit einer Flüssigkeit, von der wir wissen, dass sie sehr gut benetzt. So, das ist beispielsweise, wie gesagt, irgendein Kriechöl, vielleicht eine kleine fluorinierte Flüssigkeit, die eine ganz niedrige Oberflächenspannung hat, Hexan oder sowas, also eine Flüssigkeit mit einer niedrigen Oberflächenspannung, die dazu neigt, generell Oberflächen zu benetzen. Das heißt, hier wissen wir, Gamma, Flüssiggas, bekannt. Und der Cosinus, Theta, ist gleich 0 und daraus folgt, dass der Cosinus Theta 1 ist. Und wenn wir das machen können, dann bleibt in der Gleichung als Unbekanntes, das kennen wir, das ist jetzt 1, das sind Parameter der Flüssigkeit, die wir auch nachschauen können. Das heißt, hier bleibt jetzt nur noch übrig als Unbekannte die Pulverparameter. Und die nenne ich jetzt mal hier groß K als Konstante, die das Pulver beschreibt. Das heißt, aus der Messung hier kann ich dieses K bestimmen. Und jetzt weiß ich, also K, Pulverparameter, jetzt kann ich diese ganzen Pulverparameter, die dann eine Konstante sind, einfach bestimmen. Und wenn ich jetzt in der zweiten Messung mit dem gleichen Pulverbett, das heißt das K hier bleibt gleich, kann ich mit unbekannten Flüssigkeiten messen und das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, jetzt kenne ich das hier, nicht mit unbekannten Flüssigkeiten, sondern mit Flüssigkeiten, von denen wir den Kontaktwinkel nicht kennen. Das heißt, das kenne ich, habe ich aus der ersten Messung bestimmt, Rho und H kenne ich, weil ich die Flüssigkeit, die ich da drauf gebe, natürlich auch kenne. Die Oberflächenspannung kenne ich auch oder habe ich vorher gemessen und es bleibt nur noch übrig der Kontaktwinkel. Also Messung. Mit Flüssigkeit, die uns interessiert. Von Interesse. Und daraus kann ich jetzt bestimmen, den Kontaktwinkel. Okay, und das Dritte, was wir jetzt noch machen müssen, ist zu bestimmen, wie wir nicht nur den Kontaktwinkel bekommen, sondern auch die Oberflächenenergie. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Platz. Und Sie verdauen in der Zwischenzeit die Messung, die wir hier gemacht haben. Ich fahre Ihnen das nochmal hoch. Drittens, Bestimmung von Gamma S, also von der Oberflächenenergie. So, wir haben hier noch die Formel stehen und was wir jetzt messen ist verschiedene Flüssigkeiten und da machen wir eine besondere Austragung. Also Messung mit verschiedenen Flüssigkeiten. Und die haben natürlich verschiedene Gamma LG, also verschiedene Oberflächenspannungen.
So, und jetzt nehmen wir so eine ganz ähnliche Methode wie bei dem Zisman-Plot. Das heißt, wir versuchen, die Oberflächenenergie des Feststoffs anzunähern über die Oberflächenenergie der Flüssigkeiten. So, das heißt, was wir auftragen ist, ich male es erstmal hin und dann erkläre ich gleich, warum. Wir tragen hier auf m² mal t, m² durch t mal Eta durch Rho². Und das sind alles Messwerte, die ich bestimmen kann. Die entsprechen aber gleichzeitig k mal Cosinus Theta mal Gamma LV. Ich zeige es Ihnen gerade nochmal hier an der Tafel. Ich habe hier, wenn ich zum m² das t rüberhole und ich hole hier, zum m² hole ich das t hier rüber, hol den Term hier rüber, dann bleibt nur noch stehen K mal Cosinus Theta mal der Oberflächenspannung Flüssiggas. Und das trage ich auf gegen die Oberflächenspannung dieser Testflüssigkeit. Also dieser hier. So, und dann entsteht folgender, ich messe erst für hohe Oberflächenspannungen, dann bekomme ich einen relativ niedrigen Wert, weil der Cosinus hier klein ist. Das ist zwar groß, ein großer Wert, was den ganzen Wert hier erhöhen wird, also das, was ich hier messe, aber es ist dominiert von dem Kontaktwinkel. So, jetzt gehe ich hier weiter runter in der Oberflächenspannung, jetzt geht es hier irgendwie hoch, dadurch, dass der Cosinus ansteigt. Hier geht der Cosinus Theta, oder der Wert für den Cosinus Theta hoch, komme ich hier irgendwo hin. Jetzt bin ich irgendwo in einem Szenario, wo die Flüssigkeit anfängt, komplett zu benetzen. Das heißt, hier ist irgendwie der Cosinus Theta maximal. Und maximal heißt 1. Also ich habe eine Benetzung und der Kontaktwinkel geht gegen 0. So, wenn ich jetzt immer weiter runtergehe mit der Oberflächenspannung, dann ist der Wert hier ausgereizt und der ändert nichts mehr an der Gleichung. K ist sowieso eine Konstante, die verändert sich auch nicht. Das heißt, jetzt hängt das alles nur, müsste Flüssiggas stehen. Jetzt hängt das alles nur noch von der Oberflächenspannung dieser Flüssigkeit ab. Und wenn da der Wert weiter runtergeht, dann wird natürlich der ganze Wert hier wieder kleiner und die Werte werden insgesamt kleiner und gehen weiter runter. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder, ganz ähnlich wie bei dem Zisman, die Oberflächenenergie angleichen und definiere, dass die Oberflächenenergie da ausgelesen werden muss, wo zum ersten Mal bei einer Flüssigkeit mit der höchsten Oberflächenspannung eine volle Benetzung auftritt. Nur, dass es jetzt hier quasi nicht gerade weitergeht, sondern wieder runtergeht, weil ich den Term hier, den ich messe, schwäche durch die Oberflächenspannung. Das heißt, hier an dem Punkt habe ich sozusagen eine maximale Benetzung und hier messe ich ab, Gamma S. Genau, also wie gesagt, analog zu dieser Zisman-Methode wird das bestimmt über das Benetzungsverhalten und über die Flüssigkeit mit der höchsten Oberflächenspannung, die zu einer vollen Benetzung führt. Und in dem Fall kann ich das einfach über diese Auftragung hier ablesen, wo diese Benetzung am höchsten sein muss. Oder maximale Benetzung bei trotzdem maximaler Oberflächenspannung. Und damit habe ich jetzt den zweiten Parameter, der mir noch fehlt, auch bestimmt. Und ich kann jetzt bei einem unbekannten Pulver durch diese verschiedenen Messungen von der Benetzung rausbekommen, was ist der Kontaktwinkel von irgendeiner Flüssigkeit, die ich da reinschicke. Und wenn ich das mit vielen Flüssigkeiten mache, was ist die Oberflächenenergie. Okay, und wie das in Realität aussieht, das zeige ich Ihnen schnell nochmal auf ein paar Folien. Gut, hier waren wir stehen geblieben. Das ist das Experiment. Und jetzt kommen genau diese ganzen Formeln. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Das ist genau das, was wir an der Tafel hatten. Hier auch. Ich bekomme eben diese Washburn-Gleichung für ein Pulver. Und jetzt kann ich das hier auftragen. Das sind diese drei Messungen, die wir machen. Und jetzt sieht man hier Folgendes. Die erste Messung ist diese Massenzunahme mit der Zeit. Das hier über die Zeit. Und in dem Fall ist hier aufgetragen, Wurzel aus der Zeit und die Massenzunahme. Und Sie sehen genau, die Washburn-Gleichung würde eine Gerade vorhersagen. Und im Experiment kommt halt irgendwann Gravitation dazu und zerstört es. Aber hier am Anfang kann ich das sehr gut
bestimmen. Und dann hier, wenn ich anfange, habe ich natürlich so eine Instabilität, dass erstmal die Flüssigkeit stark an dem Ding zieht. Aber generell, das hier ist der Bereich, dieser lineare Bereich, um den es uns gehen soll. Gut, jetzt kann ich im zweiten Schritt, kann ich jetzt den Kontaktwinkel bestimmen. Das heißt, ich messe hier mit verschiedenen Flüssigkeiten, ne, Wasser, Toluol, Heptan, Oktan, Dekan, Ethanol und so weiter und bekomme jetzt hier immer unterschiedliche Kurven. Und jetzt gucke ich, welche von den Flüssigkeiten am besten benetzt. Natürlich hängt dann die Massenzunahme auch von der Dichte von der Flüssigkeit ab und sowas und der Viskosität. Aber wenn ich weiß, welche Flüssigkeit am besten benetzt, bekomme ich jetzt hier raus das Cosinus Theta und dann kann ich natürlich auch das Cosinus Theta für alle anderen Werte von den Flüssigkeiten bestimmen. Gut, und als drittes kann ich jetzt die Oberflächenenergie des Pulvers bestimmen. Auch hier wieder, Sie sehen diese Umformung, die ich eben an der Tafel gemacht habe. Ich kann das hier, sind alles Messwerte, die ich habe. Ich kann die Masse messen, ich kann die Zeit messen und das hier, Viskosität und Dichte, kenne ich einfach von den Flüssigkeiten. Und wenn ich das auftrage, habe ich sozusagen hier diese Werte encodiert auf der Y-Achse. Und jetzt mache ich hier genau diese Auftragung, das sind die Werte, die Sie hier sehen, gegen die Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Und ich bekomme hier ein Maximum, ne, für verschiedene Szenarien. Und hier bekomme ich auch ein Maximum. Und an dem Maximum messe ich jeweils ab oder lese ich ab die Oberflächenenergie des Feststoffs. Gut, das heißt, jetzt haben wir eigentlich uns relativ breit damit beschäftigt, wie misst man die Oberflächenenergie von glatten Oberflächen oder wie beschreibt man die generell, wie misst man die, was kann ich bei Pulver machen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Grenzflächenenergie. Also das heißt nicht nur die Energie von der Oberfläche, sondern wie ist die Energie, wenn die Flüssigkeit drauf liegt. Und da möchte ich jetzt erstmal gar nicht so weit drauf eingehen. Wir werden da später nochmal ein bisschen drauf gehen, in einem späteren Kapitel, wenn es um Kolloide gehen soll. Das kann man nämlich sehr schön sich anschauen, wie die Grenzflächenenergie davon abhängt, wie gut Partikel stabil sind und sowas. Und das kann man dann mit der analytischen Ultrazentrifugation messen. Was ich hier eigentlich nur sagen will, ist, wenn wir die Grenzfläche, die Oberflächenenergie des Feststoffs kennen und die Oberflächenenergie der Flüssigkeit, dann kann man das sehr gut annähern über die Gleichung von Girifalgo und Gut, dass die Grenzflächenenergie zwischen den beiden, also Gamma IJ, sich zusammensetzt aus diesen Bestandteilen von I, also Feststoff und Flüssigkeit, minus so einem Kreuzterm hier. Das heißt, wenn Sie die beiden Parameter sauber bestimmen können, dann können Sie auch die Grenzflächenenergie abschätzen. Und das Ganze kann man jetzt noch präziser machen, indem man unterschiedliche Beiträge zu der Oberflächenenergie berücksichtigt. Also die Oberflächenenergie setzt sich generell zusammen aus dispersen Charakter, das ist sozusagen Charakter von unpolaren Molekülen oder von induzierten Polarisationen und aus polaren Bestandteilen. Das sind sozusagen Wasserstoffbrückenbindungen typischerweise, ne, und andere polare Wechselwirkungen. Und dann kann man diese Girifalgo- und Gut-Gleichung noch ein bisschen modifizieren, indem man hier diese Terme nochmal getrennt auftröselt in diesen dispersen Charakter und den polaren Charakter. Wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wir werden uns das kurz anschauen im Kapitel Kolloide. So viel sei nur gesagt, man kann einfach diese Grenzflächenenergie da noch ganz gut mit einklinken. Okay, so, jetzt würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit hören wir mit der Vorlesung hier auf und fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt Festkörper behandelt. Wir haben gesehen, dass es große Unterschiede zu flüssigen Grenzflächen gibt und die beruhen darauf, dass ein Festkörper oder dass in einem Festkörper die Atome stärker miteinander gebunden sind. Das heißt, die Dynamik ist anders und wenn ich die Grenzfläche erhöhe, fließen die Moleküle nicht nach, sondern ich muss halt irgendwie an Bindungen zerren und sonst passiert mal gar nichts. Zum Zweiten haben wir gesehen, dass die Grenzflächen oder die Oberflächenenergie von einem Festkörper davon abhängt, auf welche Facette ich von dem Kristall schaue. Also nicht alle Teile von einem Kristall sind gleich, nicht alle Grenzflächen. Und wir haben dann gesehen, wie wir die Oberflächenenergien messen können. Das ist erstens schwieriger, dadurch, dass man diese verschiedenen Beiträge hat, dadurch, dass man auch Adsorption und sowas hat. Und wir haben dann gesehen, wie wir das in einem Pulver behandeln können, ne, über diesen Washburn-Formalismus. Was wir jetzt in der nächsten Stunde noch genauer machen wollen, ist uns anschauen, was es denn mit dieser Adsorption auf sich hat. Und dann schauen wir so ein bisschen allgemeiner, wie können wir Oberflächen modifizieren und behandeln und Schichten aufbauen und so weiter und so fort. Damit bedanke ich mich fürs Erste und wir sehen uns in der nächsten Stunde zum zweiten Teil der festen Oberflächen. Dankeschön.